Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2. Heute wieder auf Waldhofen und zwar die Linie 590 von Albringhausen, Alter Bahnhof bis Eisenbruch. So, wir stehen hier mit unserem Citaro G in der Eisbären-Vollwerbung, die ich für meine Map erstellt habe, oder unter anderem, sage ich es mal so, die, wenn sie veröffentlicht werden sollte, auch mitgeliefert wird, kann ich schon mal so vorweg sagen. Und ja, von innen wieder dieses Standard Gelenkbus, genau, das ist ein bisschen dunkler, ja, ich kann es nicht erklären. Ich finde es sieht gar nicht mal so schlimm aus, also kann man verkraften. Denn hier sieht man es von innen. Dann stand hier so ein Schriftzug, genau hier. Ist, finde ich aber auch. Also ich finde es toll so. Auch hier hinten mit dem Eisbärenkopf, aber naja. Das werde ich später nochmal näher vorstellen. Weil man könnte fast sagen, es war, also das Paint war unter anderem eins der schwersten, weil so Gelenkbus, da muss ja für den Vor- und Nachläufer, also für den vorderen Wagenkasten und für den hinteren, für den Nachläufer. Ja, und es ist eine Vollwerbung, habe ich zwar schon gesagt, aber das sieht man zum Beispiel jetzt mal so grob gesagt daran, weil das hier wirklich komplett ist. Beim Solobus hatte ich ja gesagt, weil es auch hier rüber geht, aber das muss nicht unbedingt sein. Habe ich mal rausgefunden. Und deswegen, also praktisch von der Kante hier bis zu diesem Strich, ich hoffe man sieht das, so wo dieses Logo hier ist. Und alles was davor ist, ist noch original. Der Rest ist Lackierung, also Werbung. Achso, nee, ich will ja keinen Fahrplan deaktivieren. So. Ich wüsste, der Schüler hat mir zwar jetzt was anderes, aber das soll mir jetzt nicht gleich mal egal sein. Gut. Kann man das gleich mal zur Feier des Tages auch noch reinstecken. So. Albringhausen, Route 2. Achso. Auf. Dann befasse ich mich mal. So. Genau. Ja, ich habe ein bisschen mit der Matrix experimentiert. Ich habe nämlich jetzt hier die orangene LED-Matrix eingebaut. Sieht zwar jetzt nicht ganz so hübsch aus, weil es eigentlich eine Flip-Dot-Matrix ist, aber finde ich geht auch. Hier auch der alte Albringhausener Bahnhof, hier auch die ehemalige Schienentrasse. Das haben sie ja bei uns auch. Bei uns gibt es ja, da gab ja mal die S-Bahn, die nach Düppel fuhr. Und das wollten wir auch mal planen, so einen Fahrradstreifen auszumachen. Aber was draus geworden ist, ich habe auch mal gehört, dass da wohl da mal ein Zug langfahren soll. Achso. Also im X-Tiner dran laufen sie sonst nicht rein. Jetzt möchte ich mal was testen. Hallo. Nö, wir machen es trotzdem. Da wir ist ein Frühwerbus. Da muss er jetzt nicht so die krassen Anforderungen haben wie beim Payware dran, sage ich jetzt mal.
Ich finde es so cool, dass das hier und hier steht zwar nur für ein paar Sekunden, aber Hauptsache es tut es. So. Nächste Haltestelle am Knepper. So, das ist schon mal ein bisschen verwirrend hier. Einmal. Also der sagt, ich soll nach rechts. Ich bin hier schon öfters lang gefahren, weil ich sage, ah ja, okay. Ich sage ja, man hätte Fahrradkette, aber man hätte ja wohl mal ein Fahrradkette raus. Und ich war übrigens mit der Variante Automatiktüren, weil es ein bisschen an den dran erinnert. Es waren eine, leider keine Außenschiebetüren, aber man kann ja nicht alles rein. Noch rechtzeitig verpassen zu können. Video vom letzten TAOL machen. Na, aber von dem hat sich ja jetzt auch bald erledigt. Ich kann noch zwei Stück. Leider. Ich fand, das war eigentlich nur cool, mit dem Video mitzufahren. Wenn man da hinten sitzt. Das sah mal richtig lustig aus, wenn man hinten ist und das Ding in die Kurven gefahren hat. Aber Ding. So wie das Tacho, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe, wenn nie, dann tut es mir leid, dann schreibt mir in die Kommentare, ob ich es nochmal zeigen soll. Und so wie der Facelift L, kein Facelift, andere Sitze und ein bisschen andere Innenausstattung. Nächste Haltestelle, Forsthaus. Nächste Haltestelle, am Eikenberg. Genau, das hat sich ja erledigt. Leider. Ich weiß nicht, wo die jetzt unterwegs sind. Wahrscheinlich sogar auf 54. Und früher wurde auch noch mal 269. Das ist unheimlich. So aus, als hätte ich so viel Zeit. So, ich
15 Minuten. Ah, 10, so wahrscheinlich noch plus 8, also 18. Na doch, das würde hinkommen. Das wird jetzt richtig schwer. Ich habe den Unfall noch gemeldet. Ich habe den Unfall gemeldet, also vielleicht habt ihr den vielleicht, wenn ich kann, so muss. Hallo. Guten Tag. Geht's vielleicht ein bisschen schneller? Ist Manfred schon wieder nicht raus oder kommt er nicht raus? Oh, das wird ja spannend. Ich wollte gerade gucken, ob Manfred sich rauskugeln musste. Ja, im Prinzip müsste eigentlich mit dem Kran rausgehoben werden. Nicht so ein kleiner Kran, sondern so ein Baukran, das ist eigentlich so ein richtiger Baustelle. Nicht hier so ein fahrbarer kleiner Kran. Das fährt aber schlecht. Ja. Ich fahre schlecht. Ich glaube auch. Genau, ich habe mir auch nicht gemeldet, das ist klar. Ich weiß auch nicht. Warum sie halt irgendwie. Nächste Haltestelle, Binnenbusch. Ich sag mal so, er ist eine Teil. Das ist irgendwie immer so ein Spiel. Ich weiß auch nicht. So, Stadtteil von Waldhof. So. Nächste Haltestelle auf der Hart. Hier ist immer so mit 70 lang fahren. Schnell weg hier. Ja, das regt mich auch manchmal auf, wenn es mir zu dauern geht. Das ist ja immer dann so, wie man es vielleicht gerade gesehen hat, so umschlendern wollte, aber geht dann hin und her. Das ist richtig nervig. Richten Sie sich eigentlich auch nach zu den spät Fahrzeiten, sind Sie am immer Plan wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Immer kommen Sie zu spät. Wissen Sie was? Klappe halten, hinsetzen. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ein Lochkurs haben wir vorhin von so einer Richtung. Oder vielleicht irgendeine Fahrkarte oder nur aussprechen, dass ihr das nicht könnt, weil ihr einfach zu unfähig seid. Aber. Schon eigentlich jetzt auf der Hart wahrscheinlich. Die Hagener Straße. Nächste Haltestelle, Hagener Straße. So. So. Das ist ein bisschen unwohl bei der ganzen Geschichte. Nächste Haltestelle, Obere Kirchfeldstraße. Ich mag das nicht. Bin ich ganz ehrlich, ich bin nicht so schaffen. Wenn man das jetzt nicht so aushört, dann habe ich ja nicht so viel gehen lassen. Und dann hört man das ja richtig raus. Zum Beispiel in Hamburg, ich kann das auch Computer anhören. Glaube ich zumindest.
Und da ganz nicht. Da wo ich jetzt denke. Ohne weitere Informationen. Dass es eine normale Stimme ist. Also eine menschliche Stimme. Und man hört ja auch bei Menschen. Oder dann hört man, dass es kein normaler Mensch sprechen konnte. Also war halt manchmal. Ach, was ein Witz. Zwischen Bordstein und Asphalt. Also, wieder nachfragen, ach wie schön, wir freuen uns alle sehr. Ich gucke mal jetzt Wetten, jetzt geht's los. Nächste Haltestelle, Wiesenstraße. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhofsplatz. Ich wollte auch sagen, ne? Boah, fällt der Scheiße aus dir. Ich fahre nicht Scheiße. Ich fahre anders. Nur mal so als Zusatzinformation. Man kann nicht Scheiße fahren, man kann anders fahren, aber das geht. Scheiße. Nächste Haltestelle am Stadtring. Fahrplan ist auch nur zu mal einmal pünktlich. Ja, das ist für mich nur ein Zettel noch ein bisschen aufgekritzelt. Wisst ihr? Nee, es ist nicht. Es ist, soll wohl nur, ist für mich nur eine Optik, damit es besser aussieht. Was letztendlich draufsteht, ist mir wurscht. Wisst ihr? Nächste Haltestelle, Dortmunder Straße. Stoff hier geben.
das ist nicht so nah. Ich dachte, oh Mann. Na, willst du schon mal andere Leute Privatgegenstände kaputt machen? Bitte sag mal, dass nicht meine wunderschöne Bus ist. Haltet euch fest, jetzt kommt ein lustiger Name. Nächste Haltestelle am Bauklo. Ja, ihr habt richtig gehört. Am Bauklo. Ich kann euch kurz zeigen, wie es geschehen. Ach, Mist, na. Hallo. Hallo. Ach, wie geht's denn nur? Seid ihr jetzt drin? Ja, gut. Schaut mal oben. Bauklo. Also am Bau in KLOH. Falls man es jetzt nicht lesen konnte. Nächste Haltestelle, Klinikum Waldhofen. So, ne. Aussteigen, jetzt schon wieder. Wenigstens habe ich keinen Unfall gebaut. Ein bisschen zu spät sind Sie schon, oder? Nö. Guten Tag. Guten Tag. Muss ich mal erinnern, der Platz ist hier. Da habe ich jetzt hier nichts. Hallo? Ne, alle Stunde kommt der los. Abdampfen hier. 30 lässt ich mich jetzt mal ganz schnell nicht. Weil ich jetzt nicht mal rankomme. Nächste Haltestelle, Eschenweg. Ich verstehe mal Eschenweg. Das ist schon eine alte Schrift jetzt. Ja. Man kann nicht schlecht fahren, wie gesagt, man kann nicht anders fahren. Ja, manche Sachen gibt es nur als fetter Scheiß. Gibt's nicht. Man kann nur anders fahren. Sag ich immer. Zumindest jetzt gerade sind wir. Gerade nicht. Nächste Haltestelle, Weißenbrucher Straße. Jetzt geht's rauf auf der Autobahn. Alla, Schneeschuhmaße. Wer hat die Kiste nicht zu bieten? Yeah.
Bisschen zügiger vielleicht, danke. Tatsächlich. Mann, stehen hier viele Busse. Top. Ich überlege gerade, ob ich hier noch auf meiner Karte verwende. Aber so schlecht scheint er ja gar nicht zu sein. Nächste Haltestelle, Anna Straße. Genau, Anna Straße. Nächste Haltestelle, Beisenbruch. Oh Mann, schon ein bisschen Richtung Albenhausen. Welcher Mensch soll... Ja, nee, ist klar. Öffnen Sie bitte Schranke, danke. Zum Teufel eigentlich. Jetzt, ey, da ist nichts. Ach so, das schläft hinten. Oh, bloß nicht. Gegen's aus. Ich spiele. Ich bin jetzt noch 5 Minuten und dann gehe ich diese Folge. Will das nicht beendet haben. Es ist so zu krass mit diesem Spiel.
drin, da ist alles aus. Dann. So. So. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Das ist erstens das Repaint. Zweitens. Ja. Ja. Das war's erstmal. Schreibt es mal in die Kommentare und es würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Likes und Kommentare selbstverständlich auch. Und nochmal an einen aus meiner Klasse. Du hast ja anscheinend keine Ahnung von YouTube, deswegen erkläre ich dir hier nochmal. Likes sind die Daumen nach oben und Dislikes sind die Daumen nach unten. Ja, es gibt sie zufälligerweise auch. Und ja. Extra für dich, du Dummkopf. Und deswegen sage ich. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal.